So, hallo, ich bin's, Dennis, da sind wir wieder. Hier eine kurze Zusammenfassung des ersten Teils des Videos. Ja, das ist bei rausgekommen, schön, und jetzt geht's weiter. Platz 5, Super Mario. Ich sage ja oft genug, dass ich Plattformer liebe, und Super Mario hat einfach das Genre mit definiert. Ich mag auch die Plattformen lieber, bei denen man schön blöd rumhüpfen muss, bunte Gegenstände einsammelt, von Plattform zu Plattform hüpft, witzige Sachen macht und am Ende einfach nur mordsmäßig Spaß hat. Ich mag weniger die Plattformen, bei denen man mit einem Gewehr wild in der Gegend rumschießt, irgendwelche Power-Ups sucht und dann einfach nur weiter sinnlos rumballert, nur mit einer größeren Knarre. Da finde ich, hat Super Mario das Ganze schon etwas besser gemacht. Super Mario ist sich einfach immer treu geblieben, ist immer bunt geblieben, ist immer ein bisschen verrückt geblieben, ist immer so ein bisschen auch super niedlich getrimmt geblieben und einfach bis heute eben spaßig geblieben. Mein erstes Super Mario-Erlebnis war auf dem Game Boy mit Super Mario Land, ein Spiel, das ich bis heute immer noch sehr gut finde, obwohl es eigentlich so ein bisschen aus der Serie fällt. Super Mario Land 2 fand ich besser. Mir gefiel das Weltensystem, mir gefielen die Levels besser, mir gefiel die Darstellung einfach besser und es war meiner Meinung nach einfach das bessere Spiel von den beiden. Super Mario 64 hat es am Ende geschafft, ein ohnehin gutes Spielprinzip auf den Nintendo 64 und den 3D zu überführen. Ich finde bis heute, dass Super Mario 64 das erste 3D Jump'n'Run Spiel ist, das es wirklich schafft, gut auf 3D anzukommen. Da waren andere so ein bisschen blockig von der Steuerung her, dass man Held dreht und Held läuft und Held läuft zurück. Und das war bei Super Mario 64 nicht so. Ich meine, okay, es kommt auch daher, dass man mit dem Nintendo 64 gute Steuermöglichkeiten für sowas hatte, aber trotzdem. Da hätten einfach andere auch sehr viel bessere Arbeit leisten können. Nintendo hat es geschafft und deswegen Super Mario 64 für mich das erste wirklich gute 3D-Jump'n'Run. Und auch heute noch ein sehr genießbares Spiel. Genauso Super Mario Galaxy, das dem ganzen Jahr nachfolgte, finde ich auch sehr schön. Und ich finde auch gut, dass der Schwierigkeitsgrad eigentlich immer angemessen ist. Bis auf New Super Mario Bros. Für den DS. Da gefällt mir das Balancing nicht, da gefällt mir die Steuerung nicht und insgesamt finde ich es so hammerschwer und frustend, dass ich fast nicht glauben kann, dass es zu der Serie gehört. Trotz allem, super gute Plattformer, die mich über Jahre hinweg unterhalten haben und auch heute noch unterhalten und wo ich serientechnisch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden bleiben will und immer up-to-date sein will, immer den neuesten Teil haben und zocken können will. Und deswegen Super Mario auf einem verdienten Platz 5. Platz 4. Sam and Max. So, Moment. Wieso ist Sam and Max in der Serienwertung so viel weiter oben als Monkey Island? Aber in meiner Top 12 von der Click-Adventure-Liste taucht lediglich Hit the Road auf, während Monkey Island 3 auf Platz 2 liegt und Monkey Island 2 auch vertreten ist. Naja, ganz einfach, ich habe ja schon gesagt, bei Monkey Island mag ich den ersten Teil nicht unbedingt. Ich mag den vierten absolut rein gar nicht und der fünfte ist nett. Aber Sam & Max hat meiner Meinung nach immer richtig gut abgeliefert. Es ist nicht nur Hit the Road, was für mich heute noch ein echt ansehnliches und sehr gut spielbares Point-and-Click-Adventure ist, sondern auch die neuen Telltale-Teile liefern einfach ab. Die sind irre, sie sind abstrus, sie sind absurd und machen aber trotzdem einen Höllenspaß. Es sind nicht nur die Sprüche, die gut kommen, es hat sehr viele tolle Rätsel und sehr viele neue Ideen. Und ich könnte jetzt von keinem Teil sagen, dass ich ihn nicht gemocht hätte, dass ich ihn langweilig fand oder dass er einfach nicht diesen Standard gehalten hätte, den ich von der Serie gewohnt war. Ich kann die einzelnen Telltale-Teile bzw. Staffeln, wie es da ja funktioniert seit neuestem, kann ich auch nicht so richtig in der Rangfolge setzen. Ich finde einfach das Gesamtpaket toll und ich finde es toll, wie das immer weiter gesponnen wird. Und so gefallen mir diese Spiele einfach unheimlich gut. Und deswegen ist Sam & Max für mich am Ende des Tages die beste Point-and-Click-Adventure-Serie überhaupt. Da vernachlässige ich dann tatsächlich gute Serien wie Black Mirror, die Indiana Jones-Spiele von mir aus, Quest for Glory oder King's Quest, welche ich ja nie richtig gut fand. Aber für mich ist das einfach an der Stelle Sam & Max. Und was soll ich viel dazu sagen? Spielt diese Spiele. Platz 3. Fallout. Auch bei Fallout behaupte ich, dass ich ein Fan nahezu der ersten Stunde war. Nicht unbedingt der ersten Stunde, da war ich noch zu jung. Aber als ich Fallout gekauft hatte, war es noch nicht so bekannt. Es ist erst später bekannt geworden, nicht unbedingt durch den dritten Teil, aber es hat sich einfach mit der Zeit so eine Fanbase entwickelt, die dann durch das Internet auch so ein bisschen um sich geschlagen hat.
Ich habe Fallout 1 geliebt, liebe es bis heute noch. Es bietet unheimlich viele Möglichkeiten, unheimlich viele Freiheiten. Man kann das Spiel in 10 Minuten lösen, wenn man will. Man kann sich auch komplett in die Spielwelt vertiefen, sich komplett da reinlassen, komplett versuchen, seinen Charakter möglichst hoch zu leveln und zu einem möglichst guten Wüstenkrieger zu machen. Und der Teil 2 hat das auch sehr gut fortgeführt. In Teil 2 kommt dazu, dass, in Teil 2 waren leider sehr viele Bugs drin und das Spielprinzip wurde kaum bis gar nicht erweitert. Aber die Erweiterungen, die gemacht wurden, waren okay. Und allein schon, dass die Spielwelt größer ist als im ersten Teil und man sehr viel mehr entdecken und erleben kann, allein das finde ich schon wirklich gut an diesem zweiten Teil. Teil 3 treibt das Ganze in Sachen Spielwelt echt auf die Spitze. Also die Spielwelt im Fallout 3 ist gigantisch riesig, man hat noch mehr Möglichkeiten und obwohl ich am Anfang sehr skeptisch war mit der Umsetzung in 3D und ich mir eigentlich gerne nochmal so ein Isometrik-Fallout gewünscht hätte, vielleicht in bessere Grafik, vielleicht auch in 3D-Grafik, war ich mit der Ego-Perspektive sehr skeptisch anfangs, aber es ist gut geworden, es ist echt gut umgesetzt worden und es hat einfach noch das Fallout-Flair. Und deswegen finde ich auch den dritten Teil echt überragend. Fallout New Vegas habe ich noch nicht gespielt, will ich auch erstmal noch nicht, weil ich glaube ich Fallout 3 zwar schon durchgespielt habe, aber bestimmt noch nicht in dem Maße entdeckt und erforscht habe, wie man das Spiel eigentlich erforschen und entdecken sollte. Aber auch da ist es leider so, ich bin ein Casual Gamer und für Fallout 3 muss man sich echt Zeit nehmen und die fehlt mir da ab und zu manchmal und deswegen tue ich mich da etwas schwer. Nichtsdestotrotz, sehr geniale Spiele, sehr geile Spiele. Ich spiele sie super gern und kann es nur jedem ans Herz legen. Also Platz 3 für die Fallout-Serie. Platz 2, The Legend of Zelda. So, wie kann man Zelda denn nicht mögen? Mein allererstes war Zelda 4, Link's Awakening für den Game Boy. Ich habe es mit einer extremen Intensität gespielt, bin irgendwann nicht weitergekommen, habe mir damals sogar für 30 Mark den Spieleberater geholt, damit ich das Spiel auch erfolgreich absolvieren kann. Danach kam für mich Link to the Past und bis heute finde ich es den besten Teil der Serie. Ich kann nicht genau sagen wieso, aber es hat für mich dieses... Ich finde einfach nur, es ist der beste Dungeon Crawler, es hat coole Dungeons, coole Gegner, coole Items, es hat super gute Musik, damals schon, aus heutiger Sicht finde ich diese Musik auch immer noch sehr genial, höre sie gerne nebenher und finde das Spiel in sich einfach mit das Stimmigste, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die anderen nicht stimmig wären. Auf Platz 2 rangiert garantiert Ocarina of Time, natürlich, das muss ich glaube ich nicht großartig begründen. Auch hier, wie schon bei Super Mario, Spielprinzip super gut auf 3D übertragen, hat Nintendo ganze Arbeit geleistet, muss man sozusagen. Ich fand auch zum Beispiel The Wind Waker sehr gut, weil sich das Spiel getraut hat, neue Wege zu gehen, neue Sachen auszuprobieren und seine Arbeit dabei sehr gut gemacht, auf bewährte und bekannte Elemente nicht verzichtet hat und trotzdem sehr gut und sehr stimmig war. Auch Twilight Princess habe ich sehr genossen, aber nochmal kurz einen Blick in die Vergangenheit. The Legend of Zelda, der erste Teil, der Urteil. Ich finde, es ist bis heute eines der wenigen wirklich schaffbaren NES-Spiele. Aber ganz ehrlich, die waren doch hammerböse vom Schwierigkeitsgrad her. The Legend of Zelda aber hat einen wirklich guten Schwierigkeitsgrad, ein gutes Prinzip, hat auch nette Musik und es macht Spaß, obwohl es wirklich altbacken ist und einfach nicht mehr so gut aussieht. Auch Zelda 2 wird sehr viel verschrien und ich gebe zu, es ist hammerböse vom Schwierigkeitsgrad her. Man muss auch wirklich wissen, was man zu tun hat, wo man hin will und wo man auch hin muss. Aber insgesamt ist es ein gutes Spiel. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich es für nicht durchdacht halte oder dass es keinen Spaß macht oder dass es blöd ist. Es ist einfach nur sehr schwer und es ist anders. Das heißt aber für mich nicht, dass das Spiel automatisch schlecht ist. Mit Majora's Mask konnte ich bisher nicht so viel anfangen. Ich habe es ein paar Mal begonnen, habe aber nie sehr weit gespielt. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Aber mir macht dieses Spiel einfach nicht den Spaß, wie ich es eigentlich erwarten würde. Soll aber jetzt kein großer Bash gegen Majora's Mask sein. Insgesamt finde ich die Serie klasse. Sie wahrt eine totale Kontinuität. Es gibt diese Elemente, die immer wiederkehren, sei es in Items oder in irgendwelchen Figuren, die immer wieder auftauchen. Und es ist einfach schön zu beobachten, dass man hier eine Serie hat, die den Namen Serie auch wirklich verdient. Die nicht einfach nur irgendein Spiel macht, den Namen davor setzt, neue Seriennummer dahinter und dann sagt man, oh, das ist ein neuer Teil der Serie. Insofern
The Legend of Zelda macht da absolut alles richtig. Ich spiele die Teile super gern. Ich freue mich schon auf Skyward Sword, dass er demnächst dann kommt. Und setze deshalb Zelda auf Platz 2. So, Zelda auf Platz 2. Was kann denn da noch auf Platz 1 kommen? War doch klar, oder? Naja, oute ich mich mal als totaler Metroid-Fan. Mein Einstieg in Metroid kam relativ spät. Ich habe, glaube ich, erst vor 5 Jahren ungefähr damit angefangen, Metroid zu zocken. Damals auf dem Game Boy Advance Emulator mit Metroid Fusion. Finde ich bis heute noch den besten Teil der Serie übrigens. Weil er dieses Prinzip des, man wird verfolgt, man ist isoliert, man ist einsam und muss sich durch irgendeine fremde, feindselige Umgebung kämpfen, da drin am besten rüberkommt. Aber auch alle anderen Teile gefallen mir super gut. Das erste Metroid für den NES finde ich neben The Legend of Zelda auch eins der schaffbareren Spiele, auch wenn es mit der Zeit echt böse wird, sich in diesen Labyrinthen zurechtzufinden. Aber ich glaube, diese Spiele sind auch dafür konzipiert, dass man im Endeffekt sagen würde, ich male mir jetzt eine Karte auf, damit ich weiß, wo was ist und von wo ich wohin komme. Super Metroid ist natürlich auch ein nahezu perfektes Spiel. Es ist ein geiler Plattformer, es hat geile Items und spätestens hier wird mir bewusst, dass das so eine Art Legend of Zelda bloß mit mehr Action und mehr Plattformer ist. Also es geht eben auch darum, man muss mit der Zeit Werkzeuge und neue Dinge sammeln und dann kommt man entsprechend an Orte, an die man zuvor nicht gekommen ist. Die Metroid Prime Serie, super geil. Mit Echoes konnte ich anfangs wenig anfangen, aber als ich es dann doch nochmal angespielt habe, habe ich es wirklich innerhalb von kurzer Zeit durchgespielt. Die Other M habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, aber ich weiß auch noch nicht wieso. Ich muss es mir echt dringend mal beschaffen. Ich will dieses Spiel wirklich sehr, sehr gern spielen. Ein Schwachpunkt der Serie finde ich Return of Samus für den Game Boy. Es hat sich einfach angefühlt wie ein madiges, halblebiges, halbherziges Game Boy-Spiel. So als hätte man schnell irgendwie noch einen Nachfolger von einem erfolgreichen Spiel rausbringen müssen, um noch irgendwie ein bisschen Umsatz zu generieren. Insgesamt aber wüsste ich nicht, was im Moment die Metroid-Serie meiner Meinung nach toppen könnte. Diese Spiele sind genial, sie leben alle von diesem, wie schon gesagt, von diesem feindseligen, abgeschottet sein Flair. Sie leben von einer coolen, schweigsamen Heldin in einem coolen Anzug und meiner Meinung nach auch von der Kontinuität, dass es Gegner gibt, wie zum Beispiel Ridley, die immer wiederkehren. Also wenn ich mir eine Serie wünschen könnte, bei der ich mir wünschen würde, dass sie immer und immer wieder weitergeht, dann wäre das wohl Metroid. Und deswegen landet die Metroid-Serie meines Erachtens auf Platz 1. So, das war's kurz und schmerzhaft, meine Top 12 Video- und PC-Spiele-Serien. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr und sag deshalb Tschüss und danke fürs Angucken.